schön, dass ihr alle da seid, abends um 17 Uhr noch Lust habt, mit mir gemeinsam über Lehrentwicklung nachzudenken und wie viel Strategie und wie viel Zufall da drin steckt. Ich bin Angela Weißköppel, ich leite das Lernen Service Center der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und bin seit vielen Jahren in der Lehrentwicklung an verschiedenen Hochschulen tätig. Das ist mein Leib und Magen und mein Herzensthema. Und hier an der HTW Berlin begleite ich zusammen mit meinem Team und berate und initiiere Lehrentwicklungsprozesse. Und ja, wenn ich über Lehrentwicklung rede, ist ja die Frage, was will Lehrentwicklung eigentlich? Was kann Lehrentwicklung? Wie kann Lehre sich weiterentwickeln? Wie kann sie weiterentwickelt werden? Und zu diesen und weiteren Fragen möchte ich Sie und euch heute Abend auf einen gedanklichen Spaziergang einladen. Und auf diesem gedanklichen Spaziergang möchte ich zwei Wege zeigen, die aus meiner Sicht und Erfahrung Lehrentwicklung möglich machen. Und ich gebe zu, es sind bisweilen zwei recht widersprüchliche Wege, aber eigentlich glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass sie sich sehr gut auch miteinander kombinieren lassen. Worum geht es also bei Lehrentwicklung? Ich könnte auch fragen, warum sind wir alle heute hier beim University Future Festival? Es geht um die Zukunft. Es geht um ein Versprechen bei Lehrentwicklung. Es geht um eine Hoffnung, dass Lehre anders werden kann, dass sie besser werden kann, dass sie moderner werden kann, digitaler, zukunftsfähiger. Wir kennen alle diese Attribute, wahrscheinlich auch noch mehr. Kurz, mit Lehrentwicklung wird die Zukunft an der Hochschule besser. Postuliere ich jetzt einfach mal, vielleicht sogar lichter. Ich mag dieses Versprechen. Ich mag diese Hoffnung. Ich habe auch diese Hoffnung. Vor allem bin ich aber auch fachlich als Wissenschaftlerin fest davon überzeugt, aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass Hochschullehre sich weiterentwickeln kann und dass sie das auch muss. Und dann ist eben die Frage, wie geht das eigentlich und wie kann Lehre entwickelt werden oder zu Ende gedacht, wie kommt das Neue in die Hochschullehre? Wie kann Wandel entstehen? Warum Hochschulen und Hochschullehre sich weiterentwickeln müssen, dafür gibt es viele Gründe. Ich meine, wenn man bedenkt, dass Hochschulen in Europa seit über 500 Jahren existieren, scheinen sie ja irgendwie ein ziemlich erfolgreiches Konzept zu haben und auch ein gutes, guten Umgang mit den Veränderungen über diese Jahrhunderte. Und wenn ich Sie heute frage, warum Hochschulen sich weiterentwickeln müssen, dann kommen Ihnen und euch wahrscheinlich verschiedenste Phänomene in den Kopf, wie Digitalität, Digitalisierung, Globalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, verschiedenste Disruptionen, Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse, noch mehr Wörter, die auf Ung oder Zion oder ähnlich enden. Letztlich eine Diagnose einer Welt im Wandel, die dann eben auch den Wandel von Hochschullehre und damit der Hochschule fordern. Denn Hochschulen sind schließlich Orte des Lernens, Orte des Forschens, Orte des Entdeckens, des Hinterfragens. Ich würde auch so weit gehen und sagen, sie sind Orte des Gestaltens der Welt. Deswegen sind wir ja alle hier beim University Future Festival. Es geht um etwas. Ja, es geht um Bewegung, um Wandel, um Zukunft. Und wie können nun diese Wandelprozesse an Hochschulen initiiert werden? Da kommen mir, wenn ich über die Jahre, in denen ich in der Lehrentwicklung tätig bin, verschiedenste Möglichkeiten in den Sinn, vor allem ganz, ganz viele Förderprogramme auf Bundesebene, auf Landesebene, Qualitätspakte, Stiftungen, die Ausschreibungen rund um die Hochschullehre veröffentlichen. Dann gibt es an Hochschulen verschiedenste Prozesse, Leitbildprozesse, Strategieprozesse, Zielvereinbarungen, Wettbewerbe, Fördertöpfe, Förderprogramme, die an Hochschulen initiiert werden. Und mit solchen Instrumenten wird versucht, Lehrentwicklung in Gang zu setzen, Hochschullehre zu innovieren. Da gibt es also in der Regel eine Richtungsvorgabe, ne, meist von oben, meist auch verknüpft mit Ressourcen, Geld für Personal oder Sachmittel. In der Regel auch eine inhaltliche Richtungsvorgabe, die auf einen dieser Begriffe, die auf Ung oder Zion enden, diese Wandelphänomene reagieren. Ein bestimmtes Thema soll
an der Hochschule gesetzt werden. Hochschulen sollen reagieren auf bestimmte gesellschaftliche Wandelprozesse. Und passend dazu werden Instrumente gewählt, die dann Lehrentwicklungsprojekte hervorbringen sollen, ne? Und diese Lehrprojekte sollen dann möglichst auf die Zielsetzung der Ausschreibung einzahlen. Optimalerweise ist das dann so gemacht, dass es schrittweise möglichst viele Teile einer Hochschule erreicht, am liebsten natürlich die ganze Hochschule, ist klar, und dass es ganz nachhaltig wirken kann. Und das Interessante dabei ist ja, dass die Systematik dieser ganzen Förderprogramme und auch der eingesetzten Instrumente den Eindruck erweckt, dass die zur Einführung von Lernovation nötigen Veränderungsprozesse planbar sind, dass sie steuerbar sind. Das kommt daher, dass diese Instrumente in der Regel aus dem Handbuch des strategischen Managements entnommen sind, das mit dem New Public Management in den 90er Jahren ja an den Hochschulen Einzug gehalten hat, ne? Es geht um zeitlich gestufte Abläufe, es geht um schrittweises Vorgehen, es geht um die Kombination von Methoden zur Analyse mit Methoden zur Umsetzung, Methoden zur Maßnahmenentwicklung, Methoden zur Maßnahmenevaluation. Ne, so entstehen mehr oder weniger stringent aufgebaute Projekte. Wenn ich mir die teilnehmende Liste angucke, weiß ich, viele von Ihnen und euch haben solche Anträge und Projekte geschrieben und haben sie umgesetzt. Und Ziel solcher mehr oder weniger stringent aufgebauten Projekte ist ja ein Erfolg, der sich irgendwie planen und steuern lässt, ne, der auf das Ausschreibungsziel oder Ähnliches einzahlt. Und jetzt kommt mein Aber. Und das ist auch gleichzeitig eine Frage an Sie. Wenn Sie an Lehrentwicklungsprozesse, an Strategieprozesse, an Leitbildprozesse, an große Projekte denken, wie planbar und wie steuerbar waren diese eigentlich? Meine Erfahrung ist, dass Planbarkeit und Steuerbarkeit in solchen Prozessen nur in Teilen möglich ist. Auch die Forschungsliteratur zeigt, neben den intendierten treten immer auch nicht intendierte Ereignisse und Ergebnisse auf. Insbesondere die Lehrenden an Hochschulen werden als Gatekeeper beschrieben, die einen wesentlichen Einfluss auf den langfristigen Erfolg von Lehrinnovationen haben. Was nun? Wie steht es also mit dem Faktor Mensch in Bezug auf Lehrentwicklung? Und meines Erachtens ist es hilfreich, sich dieser Frage auf mindestens zwei Wege zu nähern. Der erste Weg, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist, sich mit organisationstheoretischen Modellen zu befassen, die versuchen zu beschreiben, wie Hochschulen als Organisation, als soziale Wesen funktionieren. Und diese Modelle helfen dann dabei, aus meiner Sicht, so Steuerungs- und Planungsfantasien einzudämmen. Sie setzen sie nochmal ins Verhältnis zu den organisationalen Realitäten, mit denen wir tagtäglich an Hochschulen zu tun haben. Da sind einmal Hochschulen als Expertinnenorganisation. Ja, wer trifft die meisten Entscheidungen an Hochschulen oder wer darf sie treffen in den Gremien? Das sind die Lehrenden, die ProfessorInnen. Die werden berufen, weil sie ExpertInnen für ein bestimmtes Fach sind. Nicht, weil sie der Hochschule als Organisationen sich verbunden fühlen und die weiterentwickeln, ne, sondern weil sie in ihrem Fach eine Expertise haben und sich dort und in ihrer Fachcommunity weiterentwickeln wollen. Macht Lehrentwicklung schon ein bisschen schwieriger, wenn es um Commitment zum Beispiel geht. Dann kommt noch dazu, dass Hochschulen lose gekoppelte Systeme sind. Also sie bestehen aus vielen Teilsystemen. Die größten sind wahrscheinlich Akademie versus Verwaltung. Diese Teilsysteme haben unterschiedliche Handlungslogiken. Das hat den großen Vorteil, dass ich in meinem Teilsystem, in meiner Nische, an meinem Lehrstuhl zum Beispiel, meinem Institut, bei meiner Professur, was ausprobieren kann, lehrentwicklungsmäßig, mich austoben kann. Das wirkt dann aber auch nur bei mir. Das strahlt selten in die Organisation hinein, weil ich zu den anderen Teilsystemen nur lose gekoppelt bin. Hat den Vorteil, wenn was schief geht, geht nichts kaputt in der Hochschule, ja, sondern nur in der Nische gegebenenfalls. Und drittes organisationstheoretisches Modell, das auf jeden Fall mir immer hilft, durchzuatmen, wenn es schwierig wird bei Lehrentwicklung, ist das von Hochschulen als organisierte Anarchien. Das heißt, Entscheidungsfindung ist schwierig an Hochschulen, weil es geprägt ist, wer, wann, mit wem, mit welcher Agenda, zu welchem Zeitpunkt in einem Raum ist
und dann welche Entscheidung trifft. Da gibt es oft Lösungen, ohne dass es Probleme gibt und Probleme, für die nie Lösungen gefunden werden, weil so unterschiedliche Agenten vorhanden sind. So funktionieren also Hochschulen. Das Interessante ist nochmal, ne, diese ganzen Anreiz- und Steuerungsinstrumente, die aktuell Lehrentwicklung in Gang setzen und fördern wollen, sind ja inspiriert aus dem Methodenbuch des strategischen Managements und haben so eine große Idee von Steuerbarkeit und Planbarkeit. Wenn ich jetzt an die organisationale Verfasstheit von Hochschulen denke, bekomme ich so Fragezeichen, was Planbarkeit und Steuerbarkeit angeht. Und wir stehen also vor der Herausforderung, dass Planbarkeit und Steuerbarkeit schwerlich zu realisieren ist, bei Hochschullehrenden auch selten auf Begeisterung trifft. Und auch Innovation als solche trifft ja bei Hochschullehrenden auch nicht immer auf Begeisterung, ne? Die Macht der Tradition ist oft stärker als die Lust an der Innovation. Bestes Beispiel aus meiner Sicht die Vorlesung, die trotz Buchdruck und Digitalisierung und Internet seit Jahrhunderten lebt. Und mal schauen, ob sie auch die künstliche Intelligenz überleben wird. Vermutlich. Wo wir gerade bei KI sind, noch ein anderes Thema, was zu Veränderungsprozessen an Hochschulen führt und Strategieprozesse schwierig machen kann, das sind Krisen. Also es gibt Ereignisse, die erschweren strategische Lehrentwicklung, erschweren es strategische Lehrentwicklung lehrbuchartig, durchdacht und Schritt für Schritt umzusetzen, unerwartete Ereignisse in Form von Krisen beispielsweise. Ne? Krisen können Veränderungsimpulse sein, wie wir zuletzt bei der Corona-Pandemie gesehen haben. Sie können dazu führen, dass Hochschulen als Organisation ihre Strategieprozesse weitreichend hinterfragen müssen, anpassen müssen, vielleicht sogar abbrechen müssen oder völlig neu denken müssen. Und wenn wir jetzt also strategisches Vorgehen, wenn Planbarkeit und Steuerbarkeit aufgrund der Verfasstheit von Hochschulen oder aufgrund von Krisen nur mäßig erfolgreich sein können, wie könnte dann ein zweiter Weg aussehen, um das Neue in die Hochschullehre zu bringen? Ich denke, Innovationsprozesse, Lehrentwicklungsprozesse müssen eine Balance finden zwischen der intendierten und der reflektierten Planung und Ingangsetzung von Wandelprozessen und einem Zulassen des Nicht-Intendierten und des Nicht-Steuerbaren. Und damit wären wir bei dem zweiten Weg, bei unserem Spaziergang, den ich vorhin angesprochen hatte, bei dem zweiten Weg im Umgang mit dem Faktor Mensch, nämlich Offenheit und Flexibilität für das Nicht-Intendierte und das Nicht-Steuerbare. Und was kann das nun sein? Meine Antwort ist der Zufall. Versteht mich und verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte keineswegs Lehrentwicklung dem bloßen Zufall überlassen, dann wäre ja mein Job obsolet, unter anderem. Ich meine eher dem Zufall, dem ich nachhelfe. Konkret geht es mir um das Phänomen Serendipity, Deutsch Serendipität. Gemeint ist damit nicht irgendein Zufall, sondern, wie Miriam Meckel es im gleichnamigen Buch definiert, der glückliche Zufall, durch den sich entdecken lässt, wonach gar nicht gesucht wurde. Erfunden wurde das Wort Ende des 18. Jahrhunderts von einem englischen Historiker und zieht sich seitdem so ein bisschen durch philosophische Diskussionen. Viele von Ihnen haben das vielleicht auch schon mal entdeckt, so Zufallsfunde. Zum Beispiel, wenn Sie im Internet surfen und auf was ganz anderes treffen als das, was der Ausgangspunkt Ihrer Suche war. Und bei Serendipität geht es immer um das Zusammenspiel von Zufall und Handeln. Also nicht einfach der bloße Zufall, sondern eine bestimmte Art des Umgehens mit zufälligen Entdeckungen. Und Christian Busch beschreibt in seinem Buch Erfolgsfaktor Zufall zwei Varianten von Serendipität. Das erste ist, man findet Sinn in Situationen, in denen etwas schiefgelaufen ist. Vor fast 100 Jahren kam ein schottischer Bakteriologe aus dem Urlaub zurück und stellte fest, dass er eine Petrischale mit Bakterienkulturen nicht abgedeckt hatte und dass sie verschimmelt waren.
Er hat sie nicht weggeworfen, er hat sie sich genauer angeschaut und hat gemerkt, dass da, wo der Schimmel war, keine Bakterien waren. Und so hat Alexander Fleming Penicillin entdeckt. Ne? Denn die Bakterien haben den Schimmel gemieden, weil dieser eine Substanz ausstößt, die sie nicht vertragen. Penicillin, typisches Beispiel für Serendipität. Also das ist eine Sache, man schaut mit einem positiven Blick auf das Unerwartete. Zum Beispiel in Situationen, in denen etwas schiefgelaufen ist. Eine zweite Haltung, zweite Herangehensweise, zweite Möglichkeit von Serendipität ist aber auch, es wahrscheinlicher zu machen, dass positive Zufälle entstehen. Nochmal, Strategien, Pläne haben aus meiner Sicht nach wie vor einen Sinn. Und gleichzeitig bleibt aber doch die Frage, ob ich versuchen kann, in der Lehrentwicklung zum Beispiel das Unerwartete mit zu nutzen. Es wird ja auf jeden Fall eintreten. Und ja, gerade in Anbetracht der organisationalen Besonderheiten von Hochschulen kann halt oft Unerwartetes, nicht Intendiertes eintreten. Und aus meiner Sicht geht es bei Serendipität vor allem um eine Haltung, ja, eine innere Einstellung, eben besagte Offenheit und Flexibilität für das nicht geplante, für das nicht intendierte, für das nicht steuerbare. Was bedeutet das jetzt für Lehrentwicklung? Wie kann dieser Weg sein? Wie kommen Serendipität und Lehrentwicklung zusammen? Ich denke, zum einen ist es wichtig, Anpassungen als Teil des Plans zu sehen, und zwar von Anfang an. Wenn ich in Strategieprozesse starte, keine Angst zu haben vor dem Unerwarteten, nicht in Anspruch zu nehmen, diesen Prozess komplett unter Kontrolle haben zu können, nicht quasi nicht intendiertes vermeiden zu wollen, sondern das Unerwartete immer mit einbauen, dem Raum geben. Ne? Das geht zum Beispiel ganz einfach, indem ich regelmäßig frage, was hat mich überrascht? Indem ich dadurch meinen Blick dafür trainiere, nicht nur auf das Erwartete und das Geplante zu schauen, sondern auch auf das Unerwartete und so auch potenziell Sinnhaftes im Unerwarteten, im Schiefgelaufenen, in der Petrischale finde. Da stellt sich jetzt die Frage, ob Hochschulen das gut können, ne? Ob wir an Hochschulen diesen Blick, diese Offenheit schon haben. Ich persönlich denke, es braucht da etwas Übung, um den Fokus nicht auf Probleme zu richten. Es geht ja irgendwie darum, zu lernen, etwas zu sehen, was andere noch nicht sehen, ne? Was ich gewöhnlicherweise nicht sehe. Und es geht darum, nicht nur Herausforderungen und Probleme zu antizipieren, also das Negativ Unerwartete, sondern es geht darum, das Positive zu erwarten. Brauchen wir wirklich den Doppelcheck an der grünen Ampel, weil wir vielleicht geeicht sind auf das Negativ Unerwartete? Oder könnten wir an Hochschulen eine Haltung einnehmen, dass Lehrentwicklungsprozesse schon einen guten Weg nehmen werden, ja? Auch wenn es nicht der intendierte Weg ist? Wie viel Qualitätsmanagement, Projektcontrolling etc. braucht es tatsächlich? Brauchen wir an Hochschulen oder bereiten wir uns an Hochschulen vielleicht auch zu oft auf das Negative, Unerwartete vor? Da kam mir ein so ein Truism der Künstlerin Jenny Holzer in den Kopf: Protect me from what I want. Mit welcher Haltung gehen wir eigentlich an solche Lehrentwicklungsprojekte ran? Sind also Planung und Reporting bei Lehrentwicklungsprojekten, sind Strukturen, sind Entscheidungsprozesse an Hochschulen überhaupt geeignet, das Positive, Unerwartete zu bemerken und dann auch zu nutzen? Ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Die Frage ist sozusagen besser, wie können wir Lehrentwicklung, wie können wir auch Prozesse wie Qualitätsmanagement, Monitoring, Projektcontrolling, wie können wir unsere hochschulinternen Prozesse so aufstellen, dass das Positiv Unerwartete zutage treten kann, indem wir Serendipität einfach walten lassen, ne, mit einer positiven Haltung darauf zugehen, indem wir Strategieprozesse loslassen können und immer auch parallel den Raum, den Freiraum für Zufall zur Verfügung stellen für alle. Serendipität wird auch beschrieben als aktives Glück.
Es wird wissenschaftlich untersucht in Experimenten und Langzeitstudien. Und ein Ergebnis ist, dass Serendipität wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun hat. Das liegt unter anderem daran, dass wir an Hochschulen oder als Menschen alle ganz viel sogenanntes latentes Sozialkapital haben. Also dass in uns allen ganz, ganz viel steckt, auch ganz viel mehr, als wir in der jeweiligen Rolle in der Organisation zum Beispiel von uns preisgeben oder ausleben. Und das ist ganz spannend, zum Beispiel, wenn Sie mal drüber nachdenken und ihr, wie so Vorstellungsrunden ablaufen. Ne? Worüber rede ich eigentlich? Und an welchen Stellen fängt es dann an, zu Überschneidungen zu kommen, die wieder Möglichkeitsräume öffnen, um Gespräche in eine andere Richtung entwickeln zu lassen, um gemeinsam nochmal andere Ideen zu entwickeln. Und diesen Möglichkeitsraum, dieses Sozialkapital, was wir alle in uns haben, das wird noch größer, wenn wir andere in diesen Raum mit einbeziehen, also wenn wir kommunizieren. Was heißt das konkret für Lehrentwicklung? Aus meiner Sicht ist Lehrentwicklung auch als offener Prozess mit unklarem Ausgang zu denken. Nicht nur als planbarer, steuerbarer Prozess. Muss auch sein. Ne? Ich glaube, das sollte sich ergänzen. Und statt fertig definierter Ziele und Projekte, die zum Erfolg zum Teil schon zu verdammt sind, weil sie um zum Beispiel keine Mittel zurückzahlen zu wollen, ist es auch gut, Projekte zu haben, die offen sind, die keine wo nicht am Ende das Ziel rauskommen muss, was 3 Jahre früher schon in einem Antrag definiert wurde oder ähnliches. Also nochmal so eine Offenheit für diesen Prozess. Das Zweite ist aufmerksam beobachten, um diese Petrischale tatsächlich auch finden und entdecken zu können, was da drin passiert ist. Den Blick zu haben, nicht nur für das, was geplant war im Projekt, sondern auch für alles andere, was da passiert und was da für ein Potenzial drin stecken kann. Dazu gehört auch, über Probleme, über Fehler, über nicht gut gelaufenes offen reden. Da fallen mir sofort Projekttextsorte, Projektbericht ein. Wie offen kann sowas sein? Ne? Wie möglich ist es, über was Schiefgelaufenes zu sprechen, über den Schimmel in der Petrischale und da aber danach draus was zu ziehen und vielleicht was Positives, einen Moment von Serendipität da drin zu entdecken? Ich glaube auch, es ist wichtig, die organisationalen Besonderheiten von Hochschulen positiv zu nutzen, aus Nischen Oasen werden zu lassen, Lehrende, Studierende machen lassen, ihnen Freiräume schaffen und mit Mut an Lehrentwicklung heranzugeben. Denn die Frage könnte ja sein, was ist eigentlich das Schlimmste, das passiert, wenn ich es nicht mache? In der Regel geht an Hochschulen wenig kaputt. Und dann immer wieder fragen, inhalten, beobachten und sich unterhalten, was hat dich überrascht, um so nicht intendierte Lehrentwicklungsschätze zu heben. Und zu guter Letzt und aus meiner Sicht mit am wichtigsten, denn Serendipität lebt von Kommunikation, Strategieprozesse natürlich auch, ne? Community Building. Also das unglaublich große latente Sozialkapital an Hochschulen können wir noch viel besser nutzen, indem wir Räume und Anlässe schaffen, in denen Menschen an Hochschulen über Hochschullehre ins Gespräch kommen. Und zwar nicht einfach so, sondern tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich eine, die zufällige Überschneidungen bei diesen Gesprächen wahrscheinlicher macht. Also Entdeckungen über mein Gegenüber, die mich dazu anregen, auf neue Ideen zu kommen. Klassisches Beispiel auch von dem Serendipitätsbuch, was ich schon erwähnt habe, ist halt in Vorstellungsrunden nicht nur zu sagen, ich bin Person XY und ich mache hier in der Organisation XY das, was alle von mir erwarten, sondern auch zu sagen, ich bin Angela Weißköppel, ich leite das Lernen Service Center, ich begeistere mich für Hochschullehre, außerdem begeistere ich mich noch für alte Musik und habe vertiefte Kenntnisse zur russischen Avantgarde, die auch viele Innovationstechnologien und Instrumente angewendet haben, wo es vielleicht spannend wäre, die dann in Hochschulentwicklungsprozesse mit einbinden zu lassen und so Themen zu finden mit anderen Menschen an Hochschulen und so neue Ideen gemeinsam zu entwickeln, die nicht naheliegend sind. Ne? Insofern, ich glaube, es braucht bei Lehrentwicklung Strategie und Zufall, denn wer nicht nach dem Unbekannten sucht, der wird nur
Bekanntes finden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch viele glückliche Zufälle bei der Lehrentwicklung. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist jetzt dein Applaus, die Herzen hier. Und, vielen Dank für diesen Abendspaziergang. Ich habe mal so mitgenommen: Vertrauen, Mut, Offenheit, ganz viele Punkte, die du angesprochen hast. Ja, ich glaube, ich würde es noch mal gerne öffnen für Fragen. Ich habe noch nichts wahrgenommen im Q&A, für Kommentare im Chat. Falls da jetzt noch was kommt oder auch übers Handheben, dann kann ich auch mal Mikro freischalten, falls jemand noch auf der Tonspur hier etwas hinzufügen möchte. Dazu hätten wir jetzt noch knappe 3 Minuten. Ansonsten wäre vielleicht meine Frage an dich: Ja. Hast du mal ein ganz konkretes? Ah, yes, except Nora Kaiser. Jetzt gucken wir mal. Nora, kannst du sprechen? Ich hätte dich. Hallo? Jetzt aktiviert. Hört ihr mich jetzt? Perfekt. Ja. Ah, perfekt, genau. Ich glaube, die Frage wolltest du auch gerade stellen. Und zwar gefragt, gibt es, also du hast ja gesagt, oder Sie haben ja gesagt, dass Sie an sehr vielen Hochschulen sozusagen schon gearbeitet haben oder auch Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt wollte ich fragen, gibt es ein konkretes Beispiel aus der Hochschule, was nichts mit Schimmel zu tun hat, von dem Sie berichten können? Also konkrete Beispiele fallen mir ein bei dem Projekt, was ich gerade leite, das Curriculum Innovation Hub, wo wir, ich weiß, es sind Menschen aus der Stiftung da, aber es geht ja um positive, unerwartete Ergebnisse fürs Projekt, tatsächlich Zielsetzungen definiert haben für Studiengangsentwicklung, die dann aber im Laufe der Umsetzung ganz anderen Lauf genommen haben, diese Teilprojekte, wo wir in ein Themengebiet viel tiefer eingestiegen sind als erwartet. Das ist bei uns das Thema Räume gewesen, wo wir auch als Hochschule so viel gelernt haben über, was wir überhaupt für Räume haben, wie die genutzt werden, was es für Bedarfe gibt. Und das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, wie an welchen Stellen irgendwelche Steckdosen sein können, die aber wesentlich sind für die Gestaltung von, ja, von Lehr- und Lernräumen zum Beispiel. Das war nie intendiert, dass wir auf dieser Ebene darüber nachdenken, aber es ist rausgekommen und es sind ganz tolle praktische Ergebnisse geworden. Und das ist, glaube ich, deswegen möglich gewesen, weil wir genau diesen Raum halt hatten, zu schauen, was passiert hier eigentlich noch und es nicht so stringent umgesetzt haben, sondern regelmäßig reflektiert haben, wie das Projekt laufen muss, damit es erfolgreich wird. Das sind genau diese kleinen Sachen, die helfen, sozusagen mit der positiven Haltung auf solche Prozesse zu schauen und sich nicht in diesen Steuerungsfantasien des strategischen Managements zu verheddern. Angela, wir hatten es vorhin gar nicht abgesprochen. Gibt es noch einen Thementisch, einen Es gibt einen Diskussionstisch? Thementisch. Dann wäre das wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt, hier dann noch eine herzliche Einladung auszusprechen. Einmal zurück in die Lobby. Ich werde den Raum hier gleich schließen. Dann landen da eh ohnehin alle automatisch und über den Thementischsuche gern weiter diskutieren. Du bist da, Angela, noch ein bisschen. Ja, ich sehe um. Ich freue mich. Herzlichen Dank. Ja. Schönen Abend. Tschüss.